Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu eurer Abendbotschaft und natürlich der Tagesbotschaft für den Dienstag. Ja, freue mich, dass ihr natürlich mit dabei seid und wir schauen gleich mal hinein, was die Botschaft des Abends heute ist, am Montag. Es ist Bubblegum, Pistazie und Cookie Dough. So, also wir sind nostalgisch, wir erinnern uns an Momente aus unserer Kindheit heraus, ja, schaffen dadurch aber Freiheit und emotionale Heilung. Das finde ich toll. Und das bildet die Basis für den Aufbau einer neuen Sache. Also egal, was du vorhast heute Abend auch, bildest du einen Grundstock jetzt für deine Zukunft. Ja, das finde ich doch mal super. Jetzt schauen wir mal rein, was der Tag morgen so im Allgemeinen bringt. Wow, die Sonne, das wird natürlich ein ganz erfolgreicher Dienstag werden, meine Lieben. Ja, der Page der Stäbe dazu. Und die sechs Kelche. So, also auch hier wieder die Erinnerungen, die dabei sind. Vor allen Dingen haben wir Energie, Kraft, Stärke. Wir können uns durchsetzen und wir haben neue Chancen, wieder etwas ins Laufen zu bringen, was vielleicht bisher nicht ganz so lief. Wie es für die einzelnen Zeichen aussieht, das schauen wir uns jetzt an, nämlich für das Element Feuer. Da haben wir einen neuen magischen Moment für die Widder, Löwen und Schützen. Ein wirklich magischer Moment, der sich ereignet, der etwas Neues, Zauberhaftes in dein Leben bringt. So, dann haben wir für das Erdelement, Achtung, Achtung, die Maus ist dabei. Nichts verlieren, nicht, dass was geklaut wird, nicht, dass wir was verschusseln, ja, gerade am Morgen. Und generell wird es für die Zeichen Stier, Jungfrau, Steinbock ein hektischer Tag werden. So, für das Element Luft, also hier kommt wirklich Harmonie, Harmonie in der Familie. Du wirst deine Ziele erreichen, es rückt ganz vieles in greifbare Nähe und das sieht super aus. Das war für die Luftzeichen Zwillinge, Waage, Wassermann, jetzt für die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Auch hier ein spiritueller Tag, der dir ein Gedankenblitz bringt, Ideenreichtum bringt, der dich heute inspiriert. Und vor allen Dingen bringt er ganz plötzlich Klarheit in eine Sache, die bisher unklar war. Wunderbare Karten. Ich wünsche euch einen natürlich tollen Abend heute und einen schönen Tag morgen am Dienstag. Mucho, mucho amor.